Herzlich willkommen zurück, Wildert weiter, ich kann es selber gar nicht aussprechen. Wir sind wieder im Schatten des Erdenbaums unterwegs, im großen Add-on DLC zu Elden Ring. Wir sind in diesem Dungeon hier, den haben wir gerade betreten, durch den Dungeon-Betretungsaufzug. Und das ist hier unser Bonfire, da können wir uns einmal kurz, unsere Gnade einmal uns niederknien. Ich habe gerade schon mal ohne euch, nur zur Information, falls ihr alle Folgen akribisch verfolgt, hier diesen Talisman ausgetauscht. Da war immer noch der Anti-Feuer-Talisman drin. Und jetzt geht's hier runter. Ich weiß nicht, was hier ist. Der Dungeon befindet sich hier. Wir sind nämlich in der letzten Folge, sind wir so einen richtig geheimen Geheimweg lang gegangen. Und dieser geheime Geheimweg, der hat uns hier so lang geführt. Das war richtig geheim. Und am Ende sind wir dann jetzt ganz viel geklettert unter unserem Pony und jetzt haben wir hier diesen Dungeon gefunden. Genau. Gucken wir uns jetzt mal an. So, meistens ist es ja so bei diesen Dungeons, da muss man so ein bisschen herumirren und da gibt es... Da sehe ich doch schon wieder was. Siehst du, der steht da schon wieder und tut so... Ja. Er hat bemerkt, dass ich ihn bemerkt habe und dann ist er schnell zu mir. Ich finde die ja irgendwie richtig unheimlich. Die haben so eine ganz unheimliche Art, sich zu bewegen. So, was wollte ich sagen? Genau, meistens ist es ja bei diesen Dungeons so, dass man irgendeinen Schalter oder so noch betätigen muss und dann muss man viel so rumrollen und suchen und manchmal gibt es verborgene Wände und so. Passt das vom Sound her? Ist das für euch okay oder ist es zu laut? Passt, oder? Dip, 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 dip. Das hier, ich verstehe das auch nicht genau. Warum ist hier so eine Straße so? Also was ist hier? Warum ist hier ein Kannstein? Und dann irgendwas muss doch hier lang gerollt, gezogen, irgendwas. Was ist es? Ist oft so. Okay, was haben wir denn hier? Oh, da ist schon mal der Hebel. Das ist einfach nur die komplette Schwärze. Was ist das? Okay, das ist irgendein... Kann man da vielleicht sogar raufspringen? Von hier? Wisst ihr, was ich gerade sehe? Bevor wir uns tiefer in den Dungeon wagen. Ich habe ja 178.845 Mark. Wir werden erstmal ein Level bauen. Wir brauchen ja lächerliche 224.000. Also... Was? Ich kann es jetzt nicht ausgerechnet. 46.000 Euro irgendwas müssen wir jetzt essen und dann müssen wir uns keine Sorgen machen um die Seelen. So, passt. Und jetzt nochmal. Was haben wir denn hier noch Großes? So. Haben wir gesagt, 221, 224, ne? Ja. Also reicht jetzt noch so ein 7.500er oder sowas in der Art, irgendwas in der Richtung. So, den hier, komm, nehmen wir mal den hier. Bitsy Bird! Bitsy Bird, vielen Dank. So. Stufenaufstieg. Okay, ab jetzt können wir ein bisschen rumexperimentieren. Kraft, Geschick, Arkan können wir nochmal hochgehen. Ah, oder ist da schon ein Cap auch? Dann machen wir jetzt Stärke. Wir wollten das eh ein bisschen leveln, damit wir andere Waffen noch mal nutzen können. So, jetzt überlege ich, ob ich da jetzt mal runterspringe. Einfach aus Spaß, weil wenn wir jetzt sterben, ist es total egal. Aber ich bin neugierig. Seht ihr, ihr seht das doch auch, oder? Komm, scheiß drauf. Da war aber eine Kante. Ich mache das direkt noch mal.
Ich mach's direkt nochmal. Da war irgendwas. Habt ihr auch gesehen? So. Nein, ah, ich bin einfach nie. Ich wollte springen. Hör auf jetzt. Oh, ach so, ist er. Ich könnte noch mal eine Fackel in die Hand nehmen. Aber noch mehr Licht. Fackel, Fackel. So. Und noch einmal. Oh, da ist so eine Kante und ich versuch's jetzt einfach mal. Gott. Nee, 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 nee! Oh, hör auf! Ach Gott im Himmel! Ich lass mich nicht unterkriegen. Da ist irgendwas Geiles. Ich mach das jetzt nochmal. Irgendwann klappt's. Irgendwann klappt's. So, sag ich doch. Hier ist doch was. Hab ich doch gesehen. Da ist so eine kleine Fackelhalterung da unten. Aber ich glaube, die ist uninteressant. So, hier muss es ja was geben. So, das ist zum Beispiel jetzt... Oh, da geht's runter. Ah, guck, da ist... Ich wusste es doch. Aber wisst ihr was? Ich probiere natürlich vorher noch einmal darüber zu kommen. Schauen wir erstmal noch, was hier ist. Ich bin so ein guter Erkunder. Guckt euch das mal an. Da ist Sense. Hier wird wahrscheinlich auch keine verborgene Wand sein. Dafür sind die ganzen... Das ist alles zu klein hier. Okay. Und da drüben ist... Aber hier war doch auch noch so eine Art Brücke da. Hatte ich doch so einen Schatten auch noch gesehen. Na, egal, wir gehen jetzt erstmal da runter. Oh, das ist ganz schön knapp. Oh, das ist eine Kiste! Hoho! Smaragd-Bernstein-Medaillon. Was ist das, gegen Gift oder was? Erhöht die maximale Ausdauer bis ans Äußerste. Finde ich auch super. Ist bestimmt für gewisse Bossgegner ist das wahrscheinlich richtig gut. Wie viel habe ich denn von... Guck mal, das ist der erste seiner Art. Wie viel krieg ich denn da? Aber das ist doch geil, oder? Hat sich doch gelohnt. Guck mal, das macht so viel mehr Bock, Sachen alleine zu entdecken, ohne dass man irgendwie einen Guide hat oder sowas. So scheiße. Noch wieder so ein anderes hässliches Gerät. So, der will jetzt wieder... Oh, was hast du? Au, hey, was ist das? Wie einfach diese Keule frech nach mir geschwungen hat. Unfassbar. Ist hier irgendwas?
Nope. Das war alles, aber sehr ein bisschen dürftig. Fand ich jetzt... Ist hier nicht noch irgendwas vielleicht? Da war nur dieser Zauberer und da hinten dieser Typ. Dafür so ein Riesenraum. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Warum dieser Riesenraum für so wenig Inhalt? Da, hier ist die Leiter! Hahaha! Wusste ich doch, hier muss noch was sein. Jetzt 80 mal gerollt. Aber ich weiß, dass auf der anderen Seite auch noch was war. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich da jetzt hochgehe oder ob ich jetzt erstmal zurückgehe. Da ist der Hebel. Mal da oben leuchten unsere... Ist das nicht geil? Das sind unsere Seelen da oben. Auf dieser Ebene. Die sind eine super Orientierungshilfe auch. So, was habe ich jetzt gerade gehört? Oh, das ist so ein Feuerbomber. Also... Oh, guck mal, hier ist auch noch... eine Ebene. Oder ist das die, auf der wir waren? Ne, das ist die, auf der wir waren, glaube ich. Aha. Wir müssen uns den anderen Weg noch merken. Oh, hier geht's auch wieder rein. Da ist ein bisschen Licht. Oh, das ist der Hebel. Was macht der denn? Oh, er macht Licht. Das ist ja fantastisch. Er macht es einfach nur hell. Guck. Okay. Da sind wir rein und dann waren wir auf der unteren Ebene, oder? Okay, na gut. Jetzt haben wir erstmal Licht. Das soll uns recht sein. Hier ist aber nicht so hell. Die gute Fulgurblüte. Da unten war das. Glaube ich, das ist der Weg. War das der Weg, den ich nicht genommen hatte? Da müssen wir eigentlich nochmal zurück. Ist das hier der Anfang? Ja, das ist der Anfang, genau. Und wir sind ja direkt da runtergesprungen. Es wäre vermutlich jetzt sogar schneller, wenn ich da jetzt nochmal runterspringe und dann den Weg gehe. Traue ich mich das? Ja, wir sind ja in der Nähe unserer... des Bonfires, ne? Mach ich das jetzt am besten? Fuck. Ich will da jetzt nicht runterfallen. Ja, sehr gut. So, dann hier runter. Oh, wow. Okay, ich glaube, hier wollte ich hin. Genau, super. Und hier runter. Ja, das war ja fantastisch. Guter Move. Ah, siehst du, hier ist nämlich ein Fahrstuhl. Hier geht's in die nächste Ebene runter. Okay, let's go. Ganz schön tief. Eieiei. So, alles ist hier schön hell. Was ist da? Achso, das ist einfach nur so ein Grablicht auch.
überall kann hier so eine Wand sein. Die sehen alle aus wie ich. Gestern hat mir jemand im Chat gesagt, es gibt so einen Talisman oder so. Der... Ich weiß gar nicht mehr. Talisman von Marika oder irgendwas, der quasi... Wenn man den trägt, die Wände um einen herum sozusagen... Dadurch, dass er leichten Schaden austeilt in so einer Area of Effect, dass man dann die Secret Sachen enthüllen kann dadurch. So, hier geht's runter. Hier ist noch nicht wirklich hell. Was haben wir hier? Hier ist doch, hier lauert doch wieder irgendwas. Es gibt hier nichts umsonst. Wo ist die Gefahr? Von wo kommt sie? Oben ist ein kleiner Balkon. Was? Durch die Wände durch? Das ist ja affig. Okay, warte. Boah. Boah, shit. Tja. Tja, 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 tja. Aber glücklicherweise kommen wir hier wieder raus. Das ist doch... Mokes oder Margaret Shackle? Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt habe. Das wäre dann so ein Talisman, ne? Vermutlich. Ich weiß nicht, ob ich die Shackles habe. Shackle ist doch quasi eine Fußfessel oder sowas, ne? Zu Deutsch. Das müsste man noch erkennen. Habe ich sowas? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ihr habt die gar nicht. Oder seht ihr sie? Ist ein Ach, das ist ein Reusable. Das ist ein Item von... Ah, okay, das gehört zu den Consumables. Kann man die dann auch craften? Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Warte mal, Mokes Kette? Ist es das, oder? Das ist es doch, Mokes Kette. Hat infinite uses. Achso, das heißt, ich kann ihn so oft benutzen, wie ich will? Aber warum benutzt man es denn nicht dauerhaft? Wenn das... Mox hat weniger Range als Margits. Habe ich denn auch Margits? Wäre ja vermutlich in derselben Kategorie dann, oder? Ja. Scheint. Okay. Und ist das jetzt dauerhaft in irgendeiner Form aktiviert? Okay, nicht. Nase voll. Ich hab so hart die Nase voll von dir. Das ist die typische Ungeduld. Ich war kurz davor, mich wieder von dem einfach platt machen zu lassen, weil ich es nicht einsehe. Das ist diese Trotzigkeit, die ich dann habe. Und das finde ich übrigens auch Quatsch mit Soße, dass der so durch die Wände durchcasten kann. Was ist das für ein seltsamer Zauber? Das macht einmal einen AOE und alle Geheimtüren in Range. Ja, verstehe. Das heißt, man muss das ständig wieder machen, ne? Die sind auch alle ein bisschen anders. Guck mal, da ist noch ein zweiter Hebel, der wird dann diese hier Sachen hier entzünden, nehme ich mal an. Oh Gott, geiler Irrgarten.
Guck mal, hier ist doch ein guter Ort. Hier scheint mir nichts zu sein. Der Radius ist schon sehr groß, hab damit eigentlich immer komplett den ganzen Dungeon offenbart. Ah, okay. Dann muss ich mir keine Gedanken machen. Jo. Aber hier, das ist ja lame. Gleich, wenn ich den Hebel betätige, dann dürften diese Lampen hier alle leuchten. Und dann... Oh, guck mal hier. Hier war gut versteckt. Weil die von der Farbe den Wänden gleicht. Ah, da ist der Hebel. Ah, guck, da ist der Hebel. Aber jetzt brauche ich hier gar nicht mehr gegenrollen. Okay, dann ist, dient das nur dem Zweck, jetzt zum Hebel zu kommen, ja? Jetzt ist hier auf dieser Ebene nichts mehr. So, mach Licht. Oh, wie schön. Ja, sehr gut. Das mache ich jetzt immer. Das ist super. Warte. Entschuldigen Sie bitte, Herr. Muss ich mich hier droppen lassen, ja? Hier gibt es keine geheime Tür in diesem Raum. Können wir die Fackel auch weglegen? Wir haben jetzt ja genug. Ich guck mal kurz nochmal hier rein, weil hier ist natürlich jetzt auch super hell und schön. Ob sich jetzt hier irgendwas offenbart hat, aber nö. Komisch. Hallo Aganesta. So. Oh, was war da noch? Oh, guck mal. Guck mal. Adleraugen Nils hat was erspäht. Seht mal da, da ist doch wieder was. Geilo, ich hole mir erstmal das Item. Und guck mal hier. Haha, was ist denn hier? Ein Zauberer erstmal, ein nerviger Bald. Das ist der Typ, der mich hier von oben platt gemacht. Nee, das ist wieder was anderes. Es gibt hier so viele Geheimnisse zu entdecken. Hoho, so. Oh, eine ganze... Oh. Wir haben einfach meine komplette Todesritterausrüstung hier entdeckt. Was kann die denn? Oh. Ah, schade. Die ist nicht so krass. Schade, ne? Wenn man die so spät im Spiel findet, dann ist sie natürlich... Sollte die eigentlich, finde ich, besser sein. Ich meine, die ist natürlich recht leicht. Wo ist sie denn jetzt hin? Die 11,2 zu 24. Das ist sehr, vielleicht hat die eine gute Gewicht zu Resistenzratio. Die Stumpen da werden auch nicht. Da sind sie. Die Stulpen. Die verstärkt Drachenaufrufungen. Die ist ja gut für Glaube, Blitzbild, Dragon Cult, Incantations, Incantations, okay. Glaube, Blitzbild. Naja, ich meine, wenn man sowas spielt dann, Glaube, Blitz, dann ist es wahrscheinlich richtig geil, wenn man die dann findet auch, oder? Dann freut man sich richtig. Ist halt schade, wenn man so...
Ist ja ähnlich wie bei Diablo, ne? Wenn man was Cooles findet, was aber für den eigenen Gebrauch nicht wirklich nützlich ist. Ist hier noch irgendwas? Nope, ne? Nö. Okay. Gut, dann sollten wir hier wieder runter. Wie kommen wir da hin? Oh, ganz runter. Boah. Jetzt gehe ich natürlich einen ganz anderen Weg. Ich weiß nicht. Alter. Unangenehme Persönlichkeit. So, hier unter uns ist auch wieder irgendwas am Rumschlurfen. Da geht's noch tiefer hinab. Das ist doch aber nicht die Treppe von vorhin, oder? Warte mal. Hier ist jetzt erstmal Feierabend. Ja, dann lassen wir uns da gleich mal auf den da fallen. Ich glaube, da komme ich ja eh hin. Da ist ja wahrscheinlich offen, oder? So, nimm das. Ab und zu mal hier so einen Stein droppen. Manchmal auch zwei. So, da geht's hoch und hier geht's runter. Oh, da ist noch ein Fahrstuhl. Ist das der Fahrstuhl, mit dem ich gekommen bin? Bin ich verwirrt. Warte. Nee, der hat ja gelebt noch. Ah, ich bin auch einmal gestorben. Aber der lockt mich an, ne? Das war, ey, das ist geil gemacht. Der eine ist der Lockbär und dann kommt nämlich der Feuer-Johnny hinterher. Das ist smart. Boah, das ist richtig gut gemacht. Smart, 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 smart. Hier ist eine Leiter. Da geht's wieder hoch. Ach du Scheiße. Und so, Leiter geht's hoch. Da hinten ist der Fahrstuhl, da geht's runter. Also vermutlich tendenziell eher nach unten. Aber jetzt gucken wir natürlich nochmal, was hier sonst noch ist. Der Mantel ist schon ganz blutgetränkt. Diese Blumen hier, die sind insofern auch dankbar, weil man dann weiß, wo man schon war und wo nicht. Was haben wir hier noch? Der ist auch noch am Leben. Er hat ein Stück weit, glaube ich, gehofft, dass ich ihn einfach in Ruhe lasse. Ich glaube, er hätte mich auch in Ruhe gelassen. Das sieht alles so vertraut. Ah, jetzt sind wir hier. Alles klar. Okay, da hatte ich mich gedroppt. Da hinten. Ah, sehr schön. Okay. Dann ist alles zusammengehörig. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Dann können wir runter und dann den zweiten Fahrstuhl nehmen. Noch tiefer hier hinab. Wer hat diese Dungeons eigentlich gebaut? Ich meine, das sind ja vermutlich eher so Katakomben, ne? Wo Leute bestattet wurden in erster Linie, nehme ich an, ist das halt eine Begräbnisstätte, aber das ist ganz schön viel Arbeit, finde ich. Also wenn man mal schaut, was, also wie lange das dauert, ne?
sowas zu errichten, nur für so ein paar Gräber. Da muss ja auch noch irgendeine andere Funktion hinterstecken. Und hier diese ganzen ungenutzten Stockwerke. Warum geht das jetzt so tief hinab? Das sind ja nochmal hier 50 Meter. Warum nutzt man die Stockwerke nicht, die da jetzt noch zwischen sind? Na, guck mal, hier ist alles klar. Oh nein, ein Riesenfeuermann. Oh Gott, wenn der auf mich schießt, habe ich ein Problem. Instinktiv lässt er sich droppen. So, warte mal jetzt ganz kurz. Du kannst mich ja nicht treffen. Wo ist denn da? Ist da noch ein zweiter? Okay, da ist ein schöner Items dahinter noch. Jetzt können wir uns mal ein bisschen Zeit lassen. Wir wollen jetzt hier keine Panik kriegen. Ich nehme an, da müssen wir lang. Aber das Spiel will ja, dass wir panisch werden. Die Frage ist, kann ich den irgendwo da oben bekämpfen? Den bestimmt bewerben, obwohl, ne, warte, den kann ich nicht mal anwählen. Nee, ich glaube, ich kann den nicht mehr. Warte, dann machen wir mal eben so. Jetzt laufe ich mal so schnell ich kann. Wie lang? Oh fuck. Das war dumm! Ich hatte noch diesen Klotz aktiviert. Klotzi. Ja, da ist mir Klotzi zum Verhängnis geworden. Alter Daus. Das passiert mir immer, dass ich aus Versehen... So, aber da ist ja Klotzbert. Original schon wieder passiert. Ihr habt es gesehen. Ne? Ihr seid Zeuge dieser Dummheit. Ich muss das jetzt mal kurz wegmachen. So. Da hinten sind meine fröhlichen Seelen. Hier runter? Scheiße. Oh, man sieht nichts, ne? Oh, da ist noch ein schöner Weg. Schaut mal. So, aber da war noch ein anderes Item. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mir das noch holen soll. Wollen wir es mal probieren, oder? Ja. Also ich könnte natürlich jetzt mit Pfeil und Bogen auf den schießen, aber ich habe das Gefühl, ich konnte den gar nicht anvisieren. Ich könnte es ja mal probieren. Aber ich sehe es noch nicht. Zu kommen. Oh fuck, ich bin jetzt komplett überladen.
So, Oh doch, es geht. Es geht theoretisch. Aha, man kann ihn sogar treffen. Wir müssen mal ganz kurz mich hier ent... halbe Ewigkeit. Okay, hat sich, finde ich, doch jetzt gelohnt. Aber ist trotzdem eine Friemelei. Aber da können wir uns jetzt mal in Ruhe und stressfrei umsehen. Hier war das Item, von dem ich geredet habe. Oh Gott, der hat noch seinen kleinen Bruder mitgebracht. Okay. So. Wir hatten ja gesagt, ich habe jetzt dieses Item benutzt, ne? Also hier darf es jetzt keine Wände mehr geben. Guck mal, der hat auch ein geiles Item gedroppt. Offensichtlich. Fuck. Aber wie komme ich da jetzt rauf? Ein Pony darf ich nicht rufen. Wie komme ich da rauf? So, da geht's noch weiter. Hm. Ich weiß nicht, ob das Ding beweglich ist, aber ist das vielleicht so, ist das hier fest verankert? Ne, guck mal hier. Also ich kann mir vorstellen, dass man das bewegen kann. Weil da oben ist jetzt auch ein Item. Und warum sollte der was droppen? Vielleicht ist hier noch ein Hebel oder irgendwas. Aber wo? So, also was ganz in Ruhe, gucken wir jetzt mal hier, ging es runter, genau, da waren wir ja schon, da ist glaube ich nichts mehr weiter, oder? Da war nichts mehr, ne? Oder ging es dann auch irgendwo weiter, ich habe es schon wieder vergessen. Und hier. Was ist hier? Warum ist hier was? Hä? Warum ist hier was? Das ist komisch. Was ist denn das? Eine seltsame Architektur. Seltsam, seltsam. Was ist das für ein Item? Ah, hier ist der Schalter. Schaut mal, vielleicht kommt jetzt das Ding runter. Nö, ist nur Licht. Kann nicht alles sein. Es sieht sehr imposant aus. Vielleicht sehen wir jetzt hier irgendeine Drop. Nee. Nope.
Warte mal. Das sieht sich dein Ernst. Ey, das sieht sich dein Ernst, ein mieses Schwein. Nee. Das können wir jetzt nicht so hinnehmen. Ich spiele jetzt kein Elden Ring mehr. Ich muss sogar von der Plattform runter. Huch. Fuck. Was ist das denn? Hilfe, Hilfe! Hilfe! Okay! Alright! Na gut, besser so als neu anfangen. Aber eine unangenehme Situation, in die wir da geraten sind. Aber der Boy ist doch jetzt... Ach, der lebt ja immer noch. Aber jetzt ist er unten. Ach was. Na dann. Können wir uns ja auf Augenhöhe unterhalten. Lalalala, das können wir vergessen, Freunde. Okay. So wollten wir das haben. Große Geister. Talie. Was? Geister Talalilie. Geister Talalilie. Geistertal. Na gut, da kann ich akzeptieren, was hier jetzt passiert ist. Das ist okay, das ist ein guter Kompromiss. Kann ich mit leben. Hier ist auch eine schöne Truhe. Erst einmal umschauen. Großmaul. Oh, Wichtasche. Geil, wir haben eine Großmaul-Wichtasche. Die ist ja bestimmt ganz gut gegen so Leute, die gerne und die nicht so gerne brennen. Wie zum Beispiel diese Pflanze da. Nicht, dass wir Asche beim Boss nutzen würden. Aber es gibt auch diese nervige Pflanze, die wir neulich getroffen hatten. Und wenn der aus der Distanz Feuer ballert, das ist doch wahrscheinlich gegen die ganz geil. Wobei ich wahrscheinlich auch schon 17 andere Aschen habe, die mit Feuer arbeiten. Der überhaupt nicht noch. Müssen wir hier nochmal das Item zünden eigentlich? Nee, ne? Wo bist du? So, haben wir einmal gezündet. Ist hier noch irgendwas? Ja, so quatschig. So, hier waren wir auch schon. Wollte ich sagen. Es sieht genauso aus wie das in dem anderen Dungeon. Warte, da geht es dann hoch und hier geht es runter. Lass uns erstmal hier links gucken. Ist das da die Plattform? Ja, okay. Verstehe, dann ist jetzt hier offen, okay.
Ach ja, stimmt, das war der Weg, den ich noch nicht gelaufen war. Hier, ja, jetzt, ich erinnere mich wieder. Hier stand ich und wollte dann nochmal rüber gucken, genau. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Und der nächste Fahrstuhl, schaut mal. Gibt noch eine Etage tiefer. Och, och, och. Guck. Das haben die alles von Hand gemauert, ne? Der ist einfach riesig. Dip, 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 dip. Oh, befinden wir uns hier in einem sogenannten Endboss-Gebiet? Ist das ein Boss? Warte, dann nehme ich mal eben den Hansel raus, sonst verklicke ich mich immer. Ja, man weiß ja nicht, was jetzt kommt, ne? Ich gehe einfach mal rein. Ach du grüne Neune. Ey, warte, 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 warte. Ey, ey, ey. Okay. Kein Problem. Jetzt bloß nicht aus Versehen letzte Gnade machen. Verstehe. Ah, zu früh! Ah, dumm zu früh. Okay, okay. Nee, lass mich mal heilen. Auch ist, Heilungszeit ist gute Zeit. Wo ist er hin? Alter, ein Feuerfreund. Nein, meine Seelen. Ich werde mich jetzt auf ewig nicht stressen. Okay, der ist unangenehmer, als ich erwartet hatte. Er ist wieder weg. Oh, ein Dickmops! Eine dicke Spratzmade! Spratzmade weg! Oh, eine riesig dicke, dicke Persönlichkeit! Eine feurige Persönlichkeit. Ah, nein, 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 nein! Okay. Eine feuerspratzende. Oh, was das auch immer für eine dicke Erscheinung gewesen ist. Okay, easy, 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 easy. Easy. Gar kein Problem. Ich fürchte mich nicht. Macht euch keine Sorgen. La, 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 la. Okay. Natürlich haust du jetzt ab, aber ich sehe dich bereits. Spatzbart. Muss ich die bekämpfen oder hauen die mit der Zeit ab? Ah ja. Wir haben jetzt Zeit ab. Okay, lockt er mich wieder raus mit seinen Hässlichkeiten. Versteck mich hinterm Stein. Ich versteck mich hinterm Stein.
Patz, patz. Ah, Feurige. Jo, und Feurige. Zu früh. Mist. Immer die verzögerten Attacken nicht gut. Okay, ärgerlich. Hoch 13. Oh, kommen noch mehrere von. Oh, alles klar. Eine ganze Truppe an blöden Männern. Was ist denn das? Er hat einen Wirbelwind. Gefrühstückt. Hallo, ja, Genautski. Alles klar. Ja, ihr seid ja nicht ganz frisch. Ihr habt's ja nicht mehr alle. Ist klar, ist klar, ist klar. Das ist ja einfach nur. Come on, ey. Come on, das ist einfach nur Masse. Ich glaube, die wollen mich dazu bringen, dass ich auch eine Asche benutze. Das ist ja okay. Ich kann auch eine Asche benutzen. Wenn ihr das unbedingt wollt. Wenn ihr. Der Spam. Ey, Maxim! Was geht ab? Dass der einfach abhauen kann, finde ich auch eine Frechheit. Vielleicht muss ich die dann auch tatsächlich einfach platt machen. Die Bosse. Die da. Sonst kommen zu viele, oder? Ah, der verzögert wieder. Hä? Au. Attacke, Schweinemann-Gesicht. Und klopst. Er klopst. Okay, gar kein Problem. Ich bin nur noch am Rollen hier. Nein, das war's. Boah, das ist ja richtig frech. Wow. Okay, mit dem müssen wir ein bisschen. Ich überlege, ob es vielleicht sinnvoll ist, seine Schergen auch anzugreifen.
hier ab. Ey, du darfst nicht abhauen. Das finde ich zum Beispiel frech, dass der einfach abhauen kann. Gegen meinen ausdrücklichen Wunsch. Das war mein Tod, weil ich stehe genau in seiner Spirale. Wie viele Freunde hat er denn eigentlich? Der hat seine ganze Bande da. Was mich auch nervt, ist, dass ich immer meine Seelen hier wieder einsammeln muss. Nein! Oh, ich bin mal richtig offensiv dran geblieben, weil ich wollte gerade mal rausfinden, ob, wenn ich an ihm dran klebe, ob ich dann sozusagen seine ganze Zaubermasche so ein bisschen negieren kann. Dafür bräuchte ich viel Ausdauer, damit ich überlege, ob ich mal eventuell, das ist ja eigentlich Magic Damage. Er macht ja eigentlich kaum Physical. Ob ich mal ganz kurz sage, ich tausche mal was aus. Und zwar den hier tausche ich mal aus. Ich überlege, ob ich ein bisschen hier die Ausdauer höher mache, damit ich sehr mobil bin und viel schlagen kann, damit er gar nicht abhauen kann. Scheint mir so, dass ich dieses Wegzaubern unterbrechen kann. Also brauche ich vielleicht ein bisschen Ausdauer. Und ich überlege, ob ich eventuell eine andere Rüstung anziehe und dafür. Das ist ja eigentlich Magie, oder? Ist das Blitz oder Magie? Also entweder ich nehme den hier noch. Perldrachen-Talisman. Das müsste dann ja eigentlich. Also heilig, wenn es Heiligschaden ist. Ja, das ist der hier. Ist das heilig? Okay, dann nehme ich den. Und dann muss ich aber hier mal ein bisschen was anderes anziehen. Gucken, ob das reicht. Wo waren denn hier diese? Gibt es da bestimmt auch Sachen, die hier gegen heilig gut sind. 3, 4, ja, die sind aber schwer. Und der 3-1 gegen heilig. Warte, ich verrutsch gerade in der. Ne, der hat nur 1-9 gegen. Das ist ja Quatsch. Das Ding. Ist ja ganz gut gegen heilig, ja. Auch das sieht gut aus. Das ist ein bisschen höher, aber da krieg ich direkt groß. Obwohl, das kann ich sogar anziehen. Und immer noch bei mittlerer Last. So, probieren wir das einfach mal so. Also jetzt habe ich mehr Ausdauer und ich habe diesen Talisman gegen Heiligschaden. So, probieren wir mal. Und jetzt ist mein Plan, dass ich einfach an ihm dranbleibe. Nicht.
der ist einfach auch nicht aufzuhalten, der Dickmops. Der hat aber gleich Runde 1 und 2 übersprungen und gleich alle gemacht. Die Taktik ist gut. Jetzt habe ich mich hier gerade von dem Dickmops in die Ecke drängen lassen. Aber das hat gut funktioniert. Aber es ist interessant. Also er hat die ersten Casts oder so hat er übersprungen. Da hat er eigentlich am Anfang immer nur diese zwei und dann kamen die Feuerboys und so und dann kam Spratzmann. Der abhauen. Gott im Himmel, ey. Du bist echt... Oh, du gemeiner Schergen-Johnny. Das gibt's ja nicht. Das war... Ich hatte die Hoffnung, dass ein Schlag reicht, aber... noch. So, jetzt war's das aber mit dir, mein Freund. Unglaublich, ey. Dass der das überlebt hat. Voll durch. Frech, 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 oder? Stachelstabsperr haben wir bekommen. Großstab Joris, eines ältesten Inquisitors. Die Spitze ist mit goldenen Stacheln besetzt, die für die Qual des Inquisitors stehen, wodurch man den Stab als Großspeer führen kann. Angriffe verursacht heiligen Schaden und die Kraft erhöht sich mit steigendem Glauben. Einzigartiges Talent, Joris Inquisition. Stößt den Großstab in die Luft und feuert eine Reihe goldener, stachelartiger Lichtbögen ab. Halten, um die Dauer des Schwerfeuers kurzzeitig zu verlängern. Können wir natürlich auch wieder nicht nutzen. Wegen Glauben. Fehlt der Glaube. Einzig der Glaube fehlt. Die L2 hat... Ah, wir waren noch in dem Versuch davor.
wo kommt man die Schwerter her? Die sind ja sexy. Ach, die Schwerter sind komplett Standard, ehrlich gesagt. Das sind original. Die Schwerter, die ich jetzt habe, das sind die Standardschwerter, die man bekommt, wenn man das Spiel startet. Das sind die stinknormalen Katana. Die erste Waffe, die man im Spiel hat, wenn man, ich glaube, man, ich habe ja erst einmal das Spiel gestartet, aber man kann ja am Anfang Klassen auswählen und die Klasse, die ich genommen habe, hat dieses Katana. Es ist immer noch das. So, okay. Wir können sogar ein Level machen. Ist hier noch irgendwas in diesem wunderschönen, in dieser Örtlichkeit? Ja, nicht vergessen, wir sind in einem Dungeon. Das sieht gar nicht nach Dungeon aus, ne? Willst du dir nicht mal die eine Waffe aus dem Startgebiet holen? Welche meintest du nochmal, Olaf? Hab schon wieder vergessen. So, was wollen wir denn leveln? Was leveln wir denn nochmal? Stärker hatten wir gesagt, ne? Wollten wir jetzt mal ein bisschen hoch machen, damit wir ein paar andere Waffen noch nutzen können. Das ist kein Dungeon mehr, nee, ne? Ich habe auch nie in Glauben geskillt. Ich finde auch, es gibt viel zu viele Waffen in Elden Ring, für die man Glauben braucht, sagt Avaron. Ja. Da liegt noch eine Waffe, die für mein Bild ganz gut wäre. Okay, aber wie meinst du am Anfang dieses Dungeons oder meinst du am Anfang des Hauptspiels? Im Startgebiet vom DLC. Achso, ja, das können wir uns gerne nochmal angucken. Erstmal schaue ich mich hier mal ein bisschen um. Vielleicht sollte ich mich auch wieder umskillen, weil ich habe mich jetzt ja sehr speziell darauf geskillt. Ich könnte aber auch beides machen, ne? Wir könnten auch sagen, wir nehmen den hier, lassen den. Ich lasse mal hier meine kleine Drachenrüstung an und jetzt haben wir diesen Ausdauer-Talisman. Ich weiß gar nicht genau, wie viel mehr Ausdauer der bringt, ehrlich gesagt. Wollen wir mal, guck mal, wir testen das mal. Ich setze mal den grünen Balken genau an die Kante da von dieser Wand. Und jetzt nehme ich den mal raus. Ja, was ist das? Ein, zwei Schläge maximal, oder? Ist nicht so viel. Bei den versenkten Ruinen. Der gute alte Balkentest. Ja, weiß ich auch nicht, weil ich jetzt einfach mal so das visualisiert haben wollte. Habe ich das Ding hier angemacht? Nee, nee. So, was ist denn hier noch? Normalerweise ist ja... Wir sind in einem Dungeon, das darf man nicht vergessen. Oder wir kamen aus dem Dungeon. Und normalerweise ist am Ende ein Boss und dann kommt man zurück an den Anfang des Dungeons. Aber das ist ja offensichtlich gar kein Dungeon mehr. Das ist noch viel mehr als das. Was ist hier zum Beispiel? Was ist das denn? Es erwartet euch im Inneren. Es... Es erwartet euch im Inneren. Okay. Der aus dem Film. Das ist übrigens hier mal wieder so ein richtiger Friedhof mit echten Steinen. Nicht mit so Geistersteinen. Das ist auch mal eine nette Abwechslung. Da sind so Lava-Äderchen an der Wand. Boah, das ist erstmal. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ich bin nicht mehr in einem Dungeon, oder? Also ich. Kann das sein, dass der Dungeon ein Zugang war zu einem Teil der Welt. Es ist gar kein Dungeon. Ich bin hier wirklich jetzt raus. Ich bin schon offiziell aus dem Dungeon raus. Kann ich meinen Pony rufen? Nee. Vielleicht finden wir hier das Kartenstück. Das wäre doch super. Ich will ja schon überall mal links und rechts gucken. Ich glaube, hier ist jetzt nicht so viel.
Oh, was? Der hat Angst? Mein Ross hat Angst. Oh, das ist noch eine Gnade. Vielleicht sollten wir zuerst zur Gnade laufen. Okay, das ist ja krass. Es darf euch nicht sehen. Wenn ihr gesehen wurdet, gibt es kein Entrinnen. Man kann es nicht einmal berühren. Ach du Scheiße, das sind ja wieder Minetekelsteine. Naja. Es darf mich nicht sehen. Also irgendwas lauert hier in den Schatten auf mich. Vielleicht ist es John Cena. Oh, das sind Mutantenratten. Ja, was verbrauchen die, verbraten die hier irgendwas? Hey, ich komme hier nicht mehr weg. Hör mal auf, das ist ja, was ist das denn hier? Das sind einfach nur ein paar Ratten. Können wir mal aufhören? Boah. Warte mal. Da ist das Kartenstück im Südosten. Das wäre ja schon hilfreich. Wir haben jetzt hier eine Gnade. Wir könnten auch einfach knallhart nach Südosten gehen. Oh, was ist denn mit diesen Schafen los? Die sind alle von Dämonen besessen. Guck mal, der hat so Leuchtaugen. Oder vielleicht hat er auch irgendwas anderes Tolles noch in seinem Laden. Ich dachte, das wäre vielleicht was Besonderes, aber nein, ist es nicht. Was ist da unten? Noch mehr Ratten. Eine Rattenfamilie, die haben sich fortgepflanzt. Okay, Glückwunsch. Also immer, wenn man eine Gnade entdeckt hat, hat man ja die Gewissheit, man kann jederzeit hier wieder herkommen. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis nach Südosten und mal gucken, ob wir da das Kartenstück kriegen können. Und dann wird hier alles ein bisschen klarer. Okay. Ernsthaft? Ah, das ist der Rattenboss. Oh, er ist der Papa gewesen. Oh, er will seinen Vater retten. Rachegeschichte ist das. So. Also die haben alle diese leuchtenden Augen. Das heißt, das ist irgendwas Diabolisches. Die sind alle infiziert von diesen, das sind auch diese Lava-Äderchen überall in der Wand. Die sind alle irre geworden. Ganz klar. Auch der Schafsbock hier, guckt euch das mal an. Habt ihr die eine Folge The Boys gesehen aus der neuen Staffel? Dann wisst ihr, was ich meine. So sehen die aus. Oh, was ist das? Ist er das, den ich nicht sehen soll? Die wahnwitzige Hand. Okay, aber ich bin auch recht wahnwitzig. Okay. Ich finde Scheußlichkeit, mit der er mich da überzieht. Oh, ich bin aus dem Gewahnsinn. Schon wieder erneut. Ja, das war nicht besonders clever. Ach, schade. Aber war das der Typ, den man nicht sehen durfte? Nein. Warte mal.
Ich frage mich gerade, was ist das für ein... Ist das Robustheit? Was hilft gegen Wahnsinn? Ist das... Fokus? Okay, warte mal. Das wäre ja... Die bringen mir nur das. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas... Das hier... Gesprengte Halskette, ja, ein bisschen, ne? Aber nicht so richtig viel. Ja, ich glaube, diese Halskette, was Besseres habe ich nicht, ne? Gegen Wahnsinn. Ja. Nee. Aber ich habe jetzt auch keine Angst vor dem. Also ich habe jetzt nicht gut gekämpft. Der blaue Angelhaken, ja. Ich mache den jetzt erstmal so platt. Ah, da guck mal, da hinten sind die schon. Ich war gar nicht so weit vom Bonfire weg. Mein ganzes Geld ist weg. Ich habe gedacht, ich mache ihn feuerplatt. Ich habe ihn massiv unterschätzt. Weil er auch 18 Mal hintereinander schlagen darf. Aber gut, er hat auch einfach die nackten Hände. Dann darf man auch häufiger schlagen als mit dem Schwert. Verstehe ich schon. Aber das war dumm. Mein ganzes Geld ist weg. Oh, ich bin so doof. Ich habe einfach knallhart gedacht, das ist kein Problem. Arroganz. Nils hat wieder zugeschlagen. Ist egal. Ich habe mich ein bisschen davon verabschiedet, mit diesem Seelending da. Ich habe mich ein bisschen davon freigemacht. Warte mal, habe ich gerade falsch abgebogen? So wollte ich es eigentlich machen. Exakt so wollte ich es machen. Habe ich aber nicht. Weil ich einfach... Oh, denk nicht an die Seelen, ist egal. Was kann der denn hier? Ein Handschuh, der aus der abgezogenen Haut des Opfers eines reinen Blutbads genäht wurde, fügt dem Ziel Wahnsinn zu, erhöht die Angriffskraft, wenn er in der Nähe Wahnsinn ausgelöst wird. Dies sind die Waffen, die aus unnachgiebigen schwarzen Impulsen der Rache der völlig Niedergeschlagenen geschmiedet wurden. Einzigartiges Talent, wahnwitziger Speerhandschlag, formt die Hand zu einem Speer, bevor ein tiefer Stich entfesselt wird, der den Körper des Gegners durchdringt, belegt den Gegner mit einer großen Dosis Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Natürlich brauche ich dafür Weisheit und Glaube. Immer die Sachen, die ich nicht habe. So ist es doch. Immer, was man nicht hat. Und jetzt habe ich meine Seelen nicht mehr. Ich lasse mal die Lampe aus, weil ich das Gefühl habe, ich soll ja nicht auffallen. Und dann hilft das vielleicht, wenn man im Dunkeln bleibt. Abseits der Pfade. Winterlaternenflügel, okay. Ja,
Irgendwas habe ich gerade bekommen. Da ist das Kartenstück. Das wollten wir haben. Yay! So, den. Oh, herrlich. Okay. Jetzt wissen wir ein bisschen was. Aber das ist ja wirklich ekelhaft. Sind denn hier irgendwelche Strukturen? Nee, ne? Aber das haben wir jetzt gefunden. Das ist gut. Das sieht hier sehr unwirtlich aus. Hier ist ein Gebäude. Da, ne? Aber sonst. Da ist auch eine Gnade. Die verlassene Kirche, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das hier verlassen ist. Meine ganzen Seelen sind alle weg. So ein Dreck. Lass mal schauen, ob ich jetzt vielleicht schon aufsteigen kann. Oh ja. Oh. Yes. Stufe 6. 11 meine ich. Das ist gut. Ja. So. Kirche, Kirche. Darf ich meinen Pony jetzt rufen? Nee. Pony hat immer noch keine Lust. Also, wir können jetzt einfach mal, ja, einfach in den Süden rein, ne? Hier muss ja auch noch irgendwo ein Kartenstück dann sein, ein weiteres. Aber dann gehen wir in den Süden. Es ist hier nicht wirklich Infrastruktur zu erkennen, deswegen marschiere ich einfach los. Du willst dich ernsthaft, du willst dich duellieren? Ich finde es aber echt cool, dass nur die Männchen so aggressiv sind und mich angreifen. Das ist schon nicht unrealistisch. Die sind halt so töricht und überschätzen sich komplett. Die Weibchen sind wesentlich schlauer. Das ergibt schon Sinn. Was ist da oben? Bisschen Licht. Oh. Fängt es direkt an zu regnen. Seltsames Gebiet. So, dann geht's hier weiter. Was? Bin ich schon wieder wahnsinnig geworden, weil mich was Wahnsinniges angeguckt hat? Warum habe ich gerade einen Wahnsinn ab? Oh, warte mal, was wohnt denn da? Die sind zu dritt, sehe ich das richtig? Drei auf einen Streich. Der Triple Killer. Ja. Vielleicht sollte ich mein Online-Name umbenennen in Triple Killer. Wenn ich der Wand zu nahe komme, fängt es an zu regnen. Ist es so gewollt? Hier ist erstmal Sense. Hey, Firefox Die. Maxim Lau. Woolwinder. Mr. Kalipolis. Vielen Dank für den Support. Das finde ich gut. So, lass mich mal schauen, wo sind wir? Wo bin ich denn noch nicht gewesen? Hier komme ich irgendwie nicht weiter, ne?
über dieses Gebirge. Vielleicht gibt es da einen Weg, aber das scheint mir alles so zerklüftet zu sein. Ich glaube, da soll ich erstmal nicht lang. Da oben war ich doch gerade, oder? So, da bin ich lang. Was ist denn hier noch? Ich halte mich jetzt mal hier in dieser Richtung. Scheint mir hier schon eher eine Sackgasse zu sein. Komme ich nicht hoch, oder? Irgendwas Grässliches muss ja hier noch sein. Also diese Botschaften, dass etwas mich hier nicht sehen soll, das ist sicherlich nicht ohne Grund passiert. Ich gehe mal da jetzt diesen Pfad hoch, da habe ich auch was leuchten gesehen. Guck mal, da ist doch noch was Schönes. Ich mag, dass die Items oftmals gar nicht Selbstzweck sind, sondern eher anzeigen, wohin man gehen muss. Die dienen halt oftmals als Leuchtturm, einfach diese Items. Als Orientierungshilfe manchmal auch. Also das Spiel sollte eigentlich nicht darauf ausgelegt sein, dass man umständlich irgendwo lang kraxelt. In aller Regel ist das nicht der Weg. Insbesondere nicht, wenn man kein Pony hat. So, das ist hier so ein Riesenbaum. Den laufen wir einmal ab. Was haben wir hier? Achso, einfach nur so ein Schädel. Wurzelwerk haben wir umrundet jetzt. Ja, da waren wir gerade auf der Seite. Meine ich, ne? Oder? Jetzt sind wir, glaube ich, einmal hier, war das Item gleich irgendwo. Da muss die Kirche dann hier unter uns sein. Ja, so ist es. Von da kamen wir. Oh, guck mal, das war so ein aufdringlicher Bock, so ein Rollbock. Er denkt jetzt, er hat mich vertrieben. Das ist natürlich für sein Selbstbewusstsein Gold wert. Tja. Also da geht's zurück zu dem anderen. Hier muss es ja noch mehr geben. Ich gehe jetzt mal so links und dann versuche ich mal hier so. Ich halte mich mal links. Entlang. Oh. Ein Pony würde helfen. Kann man hier drunter schlüpfen? Nein. Auch ernsthaft, ich hab... Wie sie auch gequiekt hat die ganze Zeit. Warte, ich muss dir was Wichtiges sagen. Das Volk der Ratten wünscht keinen Krieg mit dir. Das Volk der Ratten möchte dich gerne einladen zum großen wahnsinnigen Fleischfest. Und dass du unseren Vater getötet hast, das war in Ordnung. Das war ein Tyrann. Na bitte warte doch. Wir könnten in Frieden miteinander leben. Wir würden dich teilhaben lassen an unseren Reichtümern. Wir haben ganze Schätze in unseren Rattenlöchern gehortet. Schätze von allen Reisenden, die hier in den Jahrtausenden entlang geritten sind. Wir haben sie aufgefressen und ihnen die
Reichtümer geklaut, in die Juwelenringe von den leblosen Fingern geknabbert und genagt und... Du kannst all das haben, wenn wir Frieden schließen. Warte doch, warte doch. Hey, wieso holst du dein Schwert raus? Und so endete die kurze und unfruchtbare Diplomatie zwischen Mensch und Wahnsinnsratte. Ich laufe hier doch immer nur im Kreis. Ich kam ja von da. Ich muss jetzt mal... Wir gehen nochmal hier entlang. Hier muss doch irgendwas sein. Hier war ich bestimmt auch schon. Da ist er, er hat unseren Diplomaten getötet. Los, ergreift ihn. Zernagt ihn. Er ist einfach zu schnell für uns. Oh, da ist der Rattenvater wieder. Der neue Rattenvater. Das ist wie bei der Papstwahl. Da kommen alle Ratten zusammen, bilden einen Rattenkönig, indem sie sich an den Schwänzen verknoten. Und erst, wenn ein neuer Rattenkönig gewählt ist, entknoten die Entknoter, das ist so eine eigene Kaste bei den Ratten, entknoten dann die Schwänze des Rattenkönigs. Komm, hier muss ich doch rauf. Hier muss ich doch irgendwie mit einem eleganten Wandsprung... Nö, keine Chance. Hier ist es schön hell, das mag ich. Ah, da ist noch eine Gnade. Eine weitere Gnade ist in Sicht. Ugh, der Tümpel ist wahnsinnig. Oder was? Ist es der Tümpel oder ist es, hat mich irgendwas Wahnsinniges angeguckt? Ich glaube, es war der Tümpel. Wieso kann ein Tümpel uns wahnsinnig machen? Ja, da würde ich mal weiter jetzt grob gen Süden oder Westen gehen. Was haben wir denn hier? Das ist noch so eine okkulte Gestalt oder ist ein Torbogen? Also das Wasser wird ja vermutlich auch wieder wahnsinnig sein. Duckt euch im Dickicht, alles klar, dem lasse ich, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das hat hier Sekiro-Style, oder? Wo ist sein Kopf? Da ist sein Kopf. Werde ich wahnsinnig in dem Gewässer? Nee, sehr gut. Ich mach das mal so, wie das Spiel mir das beschrieben hat. Ah, ich hab's geahnt. Bist du? Menschenkind, ich rieche dich. Ich rieche dich ganz genau, frisches, kleines Menschenkind. Kann ich das töten? Es ist unheimlich. Gruselschmusel. Vielleicht könnte ich es auch backstabben, aber ich glaube, das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass es mich gar nicht sieht. Ah! Fuck. Also, so ein schöner Backstep, vielleicht bewirkt es was. Aber ich kann mir vorstellen, dass das die bessere Idee ist, sich hier zu verstecken. Ich meine, das Bonfire ist nicht weit weg, ne? Man könnte sich den Spaß mal machen. Aber ich glaube, ich sterbe dann. Wollen wir es mal aus Spaß machen? Ich glaube, es geht nicht. Also ich sage, ich mache es nur aus Spaß, ne? Ich glaube nicht, dass es geht.
Also ich hab's gesagt, dass es nicht geht. Es ist nicht so, ganz kurz, ne? Vielen Dank, mein Blax. Cryptic All. Das war nur jetzt, ich hab's ja gesagt, das war nur einmal, um zu gucken. Selbstverständlich weiß ich, dass das Quatsch war. Nalakesh, vielen Dank. Ich finde, nee, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich finde, dass der Bösewicht könnte auch Nalakesh heißen. Nalakesh! Ich bin Nalakesh! Uralter Wächter des Sees des Wahnsinns! Komm mir zu nahe und ich reiß dir das Leben aus dem Leib! So, könnte es auch geschrieben stehen. Rattengesichtige, die verstecken sich auch, die haben auch Angst. Selbst die Ratten verstecken sich vor Nalakesh. Entschuldigung, ich will jetzt nicht den Namen für alle Zeiten in Verbindung bringen mit diesem schurkigen Wesen. Aber rein phonetisch ein Stück weit. So. La 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 la. Da sind wir jetzt jedenfalls durch. Der war wahrscheinlich der Hansel, von dem wir gewarnt wurden, ne? Dass der uns nicht sehen soll und so. Oder es gibt ja noch mehr von denen. Stellt sich raus, das war gar keiner, das war nicht kein Einzelfall. Das ist eine Art Gärtner oder was. Ja, jetzt spiele ich jetzt auf einmal Metal Gear Solid oder was. Ich wüsste zu gern, ob ich denen irgendwie beikommen kann. Also, weiß nicht, ob Holy Damage ist ja eher so gegen Untote, aber rein vom Ding her wirken die auch nicht sehr lebendig. So, Holy, vielleicht nehmen die Holy Schaden. Man kann sie anwählen. Ich muss mal kurz überlegen. Wie kann ich sie platt machen? Ich kann die ja anlocken, indem ich gegen diese komischen Bienenkörbe die Dinger da, seht ihr das? Was ist das? Diese Todesfrucht. Wenn ich da gegenlaufe, dann kann ich die anlocken. Vielleicht kann ich da eine Falle bauen. Wie mache ich die platt? Lass mich kurz überlegen. Also ich glaube, ich habe einfach gerade durch den durchgeschlagen, dass da ist gar nichts passiert. Ich wäre nie drauf gekommen, sagt The Crazy Eule. Ohne Backseat Gaming ist das schon sauschwer, selbst rauszubekommen. Ich musste in einem Guide schauen, habe es nicht rausgefunden, sagt Supremos TV. Ja, Also ich würde jetzt an den vorbeischleichen und das geht, aber ist total random, okay. Ich habe einen ziemlich hohen IQ und sogar ich hatte Probleme, sagt Valve, ne? Okay, pass auf, vielleicht kommt ihr hier noch ein Hinweis. Ihr sagt ja, dass ein Hinweis... dreht der alte Opi sich um. Zur falschen Zeit. Ich schlage erstmal weiter und guck mal, ob ich einen Hinweis noch finde bezüglich des Ausschaltens dieser alten, knarzigen Kollegen. Falls nicht, komme ich nochmal auf euch zurück.
Ich habe verstanden, es wird jetzt nichts Einfaches sein. Nichts Offensichtliches. So, kann ich jetzt hier vorbei oder erblickt sein feuriges Käfigauge mich? Nein. Das hat gut funktioniert. So, jetzt dreht er sich gleich um. Vielleicht könnte man einen Pfeil in sein Auge schießen, aber das ist alles viel zu offensichtlich. Es muss irgendeine Mechanik sein. Vielleicht hat das wirklich was mit diesen kleinen Pflanzen da zu tun. Oder die sind einfach nur eine Falle, damit ich mich nicht zu sicher fühle, wenn ich von... schnell Gebüsch zu Gebüsch schleiche. Oh, die Ratten. Oh, der Fichtenelch. Hallo Fichtenelch, danke für den Support. So, hier sind leider wieder Ratten anwesend. Die sollte ich wahrscheinlich eher in Ruhe lassen. Sonst. Oh, eine Riesenratte, die haben auch richtig Angst. Ben, ist das eine Steintafel? Oh, die haben auch gar keinen Bock. So, pass auf, jetzt gucken wir mal. Da. Nee, oh, das ist eine Spektraleule. Ich dachte, ich hätte was leuchten gesehen. Also. Eine Höhle in dem Wasserfall. Da geht's so rauf. Da ist auf jeden Fall mein Heini. Wir gehen mal hier über diesen Bogen. Diese Eule da. Was bringt die hier? Irgendeine Form von... Ein schlummerndes Ei, siehst du? Habe ich mir schon immer gewünscht. Seltsame Gestalten. Sehr gruselige Szenerie. Wie findest du den DLC bis dato, Frau Fragmentodemos? Sehr, sehr gut. Richtig gut. Richtig, richtig gut. 10 von 10. So, ich gehe erstmal hier oben diesen Pfad. Da ist ja eine Plattform, da schaue ich mich mal um. Die Ratten sind hier alle ganz wie betäubt. Oh, nicht. Meine Güte. Ich finde übrigens nicht, dass man dem Verhaltensmuster der Ratte den Wahnsinn noch großartig anmerkt. Es ist fast so, als wären Ratten immer wahnsinnig. Topf der rasenden Flamme mit Cordo. So, was haben wir hier? Die Wasserfälle des Wahnsinns. Rezeptbuch war natürlich schon eine schöne Entdeckung. Kann ich hier runterjumpen? Ja, bestimmt, oder? Ich mach's einfach. Okay, das war leider sehr viel gefährlicher, als ich dachte. Bisschen unterschätzt. Laufen wir nochmal die Wasserfälle ab. Man muss immer gucken, das tut mir leid, aber man muss immer gucken.
müssen wir jetzt von hier vermutlich einfach nach Süden weiter. Also da. Da sind schon so verschiedene Ebenen. Wer weiß, ob das überhaupt echte Wasserfälle sind. Habt ihr das mitbekommen, dass die in China so einen Wasserfall betrieben haben? Mit einem Rohr. Da haben die ein Rohr verlegt und dann so einen Wasserfall in eine Klippe runter kreiert. Das gehört zu den längsten Wasserfällen der Welt oder so. Und irgendwann haben Touristen da das Rohr gefunden und festgestellt, ey, das ist ja gar kein echter Wasserfall. Hallo? Papa, Papa! Au! Ja, mein Sohn! Oh, ich wollte... Ey, das habe ich jetzt nicht... Warten Sie kurz! Scheiße, meine Rattenfreunde! Ich wollte nochmal zurückkommen zu den diplomatischen Beziehungen, die wir aufgebaut hatten, ihr Volk und meins. Selber schuld. Ich hatte das Angebot, ich hatte die Hand ausgestreckt. Aber ihre Pfote hat sie weggeschlagen. Da müssen sie jetzt mit den Konsequenzen leben. Da was? Hallo Ratte. Oh, da war ein Material. Was war denn da? Eine Winterlaternenfliege. Oh, das ist wieder so eine Eule. Spektraleule. Meint ihr, die anderen Eulen verpetzen mich? Wenn ich die jetzt erledige. Ich habe halt das Gefühl, dass dieses Ei, das schlummernde Ei, dass man damit auch was machen kann. Okay, nach dem ersten... Oh, die hat auch ein schlummerndes Ei. Wenn sie nach dem ersten Schlag nicht auf die Idee kommt, wegzufliegen, dann war sie auch alt. Dann war es auch an der Zeit für sie. Oh Gott, da unten sind die wieder. Diese unfreundlichen Herrschaften. Was machen die denn, wenn ich jetzt von hier unten Pfeile auf die hageln lasse? Ah, da oben ist ein Item. Scheiße, der hat mich entdeckt! Von hier, was? Nein! Habt ihr das gesehen? Der kann sich teleportieren. Aber ich stürze mich lieber selber in den Tod, als mich von dem töten zu lassen. Apropos, ich sehe gerade, wir haben schon eine sehr imposante Folgenzeit. Deswegen machen wir eine kurze YouTube-Folgenpause. Auf Twitch geht es ja gleich weiter, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir werden weiter durch den Wald des Wahnsinns streifen und gucken, was uns hier passiert. Vermutlich nichts Gutes. Aber wenn ihr wissen wollt, was, müsst ihr natürlich dranbleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.